ständig dieses Gefühl habe, man muss irgendwie plötzlich irgendwas machen oder so. Mhm. Christian? Ach, entschuldige. Ich habe nicht gewusst, wo du jetzt sitzt. Letztes Mal, dass ich eine Toilette mit Vorhang erlebt habe, war ein Bulgarien. Ja, gewesen. Aber ich kriege ihn natürlich, weil ich meinen Baustil durchziehen will, kriege ich einfach keine richtige Tür hin. Ja, wenn man so leise auf dem Klo ist, ist ja alles nicht so schlimm. Ja. Da war eine Gaststätte, da hatte ich auch so einen Vorhang und da hast du dann drauf gesessen. Da hast du das Gefühl, haben alle hören zu, was du da. Das Schöne ist, dass ich bin. Wie heißt du jetzt Wort? Ein verhinderter Exhibitionist. Weil die Welt lässt mich einfach nicht. Echt? Und machst du einfach? Mach ich ja. Auf eine gewisse Weise schon, aber sonst ist mir wahrscheinlich was zu kalt. Wenn der noch vor der Tür steht, ja? Und er den nackt aufmacht. Oder er den mir nackt aufmacht. Ich glaube, wenn er irgendein Anliegen hat, dann geht er von alleine wieder. Das sind Menschen, die wollen keine nackten Menschen gegenüberstehen. Also Berührungsängste direkt habe ich ja auch nicht, wenn ein weibliches Wesen vorgestellt wird. Ich kann ja viel nackig durch die Gegend. Dann achte ich eigentlich nicht auf unsere Beschwerden oder so. Ja, also wenn ich baden gehe, muss auch manchmal im Garten, wenn es mir zu heiß ist, laufe ich den nackt rum. Ja. Wir gucken zwar dann irgendwie komisch, aber selbst soll ich in meinen Pool mit Badehose gehen oder so ein Kram. Aber wir sind ja Ossi-Kinder, wir dürfen es jetzt halt. Und dieser Ursprung der Natürlichkeit, dass man einmal sagt, okay, gut, du siehst mal Penis, kannst du damit was anfangen, wenn du eine Frau bist, wenn du ein Kind bist, kannst du damit sowieso, also jetzt geistig sozusagen sowieso nicht mit anfangen. Und dann denkt der, oh, das ist nicht gut. Oder Mann oder was auch immer so ein Kind denkt. Und als Frau, okay, meine Mutter hat immer gesagt, die Pimmelparade. Wenn man am FKK-Strand mal so. Und ich meine, oh, das ist so krass. Ich hätte nie gedacht, ich hab ja schon einige Männer kennengelernt, aber ich wusste nicht, dass es so krasse Unterschiede gibt. So, und dann war ich mir mal so. Aber das ist wieder der Vorteil meiner Mutter, dass er bis zu einem bestimmten Punkt extrem offen ist, was diese Sachen angeht. Und dann ist aber wie so eine Austernklappe. Vor allem in diesem Regime auch eine schöne Entwicklung, diese FKK-Kultur, dass die Menschen so frei waren. Also diesen kleinen Räumen, die gelassen wurden. Das war ja wirklich wie jetzt. Und die Leute sind. Meine Mutter hat das immer mal ganz geil ausgedrückt. Ja, das war so, meine Mutter oder meine Oma, weiß ich nicht. Was hat sie gesagt? Zu Ostzeiten hast du mit deinen Arbeitskollegen alles geteilt. Dein Mann ist ein Idiot. Oder du hast Probleme mit deinen Kindern, weil die krank sind. Oder irgend so ein Kram, oder du hast ein Alkoholproblem, das haben alle mitbekommen, beziehungsweise du konntest das ausdrücken. So. Und dann, nachdem sie irgendwie nach der Wende so ein paar Mal irgendwie ein bisschen Stress hatte, hat sie festgestellt, dass sie dann keinem mehr was erzählen wollte, weil sie das Gefühl hatte, dass die Leute das Grundvertrauen, das hat Wolfgang Rettich, kann ich dir auch wertend empfehlen, Wolfgang Rettich ist Mensch, Mannheim. Der wirklich. Ich glaube, Mannheim. Söder Mannheim so? Nein, Mannheim. Nee, nur Mannheim. Nee, der ist ein Typ, der Schema so heißt. Oder? Gut, ich hab's nicht verstanden, Mann. Was hat der gemacht, der Wolfgang gerade? Der Wolfgang, der macht einfach Videos so. So wie ich Videos mache. Der ist aus Mannheim oder was? Der ist aus Mannheim, der hat uns hier auch besucht. Wir haben auch. War auch krass, der ist unglaublich pflegeleicht, weil man ihm überhaupt nicht zutraut, ist richtig pflegeleicht so. Er hat sich an seinem eigenen teuren, keine Ahnung wie teuer der Temp war, der sich einfach die Hände getrunken. So ganz locker pflegeleicht. Das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn ich das mache, ich glaube, ich meckere das.
Ja, na klar, der hat keine Frau. Ja, der auch nicht. Macht das auch, wenn ich alleine bin. Wische ich mir Hemd auch. Nein, das ist also nicht. Das ist ein Hemd, so eine Pfanne. Und der Wolfgang Rettig, der hat heute praktisch ein neues Video rausgebracht und jetzt hat er gerade 3 Monate Pause oder so. Bin gespannt und der. Freie super. Ja, wir haben zwei, der hat noch ein neues so gepackt. Ich werde hier nicht rein. Ist ja mal geil. Genau, und den werde ich mir heute auch noch angucken, weil der kennt nicht nur persönlich, sondern der ist meiner Seite. Also ich habe ja einen bestimmten Ereignishorizont, eine bestimmte Denkstruktur. Und der ist mir extrem weit entgegengesetzt, weil wir sind uns schon sehr, sehr unterschiedlich. So vom Wesen, von den Denkrichtungen, von den Ansätzen, vom Aussehen sowieso, ist klar, der ist wieder 90 groß oder so. Aber trotzdem verstehe ich ihn. Du hast eine Ebene. Ich habe eine Ebene, dass ich ihn verstehe und ihn verstehen möchte, weil er nicht irgendwie ein ultra-rechtsradikaler ist, obwohl er manchmal so rüberkommt, oder ein ultra-sonster wird, sondern er verbindet auch Logik und Emotionen ziemlich stark zueinander. Er ist sehr authentisch, also man kann den Mann... Hast du denn Krebs? Will er, als du den Krebs nicht haben. Wenn du mit so jemandem längere Zeit vorbringst, dann sind die Differenzen gar nicht mehr so groß. Das ist ein Fahrstuhl? Weißt du den Fahrstuhlphänomen? Ja, wenn er sozusagen im Neubaublock in so einem Fahrstuhl, so sag ich es mal, ich weiß nicht, wie das heißt, stecken bleibst, du hast da praktisch einen Durchschnitt der Gesellschaft. Also auch kann ein Arzt drin sein, kann auch, wenn es Kölsch ist, dann muss es nicht sein, aber bestimmte sozusagen durchschnittliche Personen. Und dann haben die wirklich in Amerika, weil das öfters da passiert, festgestellt, dass die wirklich 3 Stunden hängen bleiben, weil da ihnen alles Murks ist. Die Amerikaner sind nicht so gut, wie wir alle denken. Und dass die nach 3 Stunden nicht nur ein sehr, sehr gutes, freundliches Gespräch geführt haben, die haben sich erstmal nicht umgebracht. Das ist ja schon mal erstaunlich. Und nach diesen 3 Stunden haben sie sozusagen festgestellt, dass sie sich eigentlich nicht unähnlich sind, dass man sich versteht. Das ist ja das Irre an der menschlichen Basis, dass wir nicht genetisch nur, sondern wir sind so unterschiedlich. Aber trotzdem können wir richtig zustellen, kommst du ja zu deinen Wurzeln zurück, weil alles andere entfällt. Wenn du eingesperrt bist in so einer Kapsel, entfällt alles andere materialistische Kontostand. Ist denn sauer? Nur noch deine Emotionen, deine Gefühle in dem Moment. Du hast auch so einen Film, auch in den 80er aus Deutschland, der ist abwärts. Und da sind ja auch ein paar Stühle stecken geblieben, aber die hatten nichts Besseres zu tun, dann schnellstmöglich wieder rauszukommen. Ja, aber natürlich unbedingt so die interessante Alternative ist. Aber Luft kommt da immer rein und irgendwann kommt auch immer einer, der hilft. Also, Angst ist ein extremes Phänomen. Ja gut, wenn jetzt Klaustrophobie oder sowas, dann ist das bestimmt schon schlimm. Aber dann wird dann irgendwann ohnmächtig oder so. Ja, ich da mal weg, 10 Minuten ist das sowieso ruhig. Aber der würde wahrscheinlich auch nicht einsteigen. Da hast du wahrscheinlich dann so ganz schlimme Zustände, dann muss dann einer auf uns kacken, dann müssen wir urinieren, das müsst ihr ja irgendwo hinmachen. Du bist ja da eingesperrt. Ja, das ist ja. Dann steigert sich ja so eine Form von Authentizität. Ja, ja. Ist so ein Versuch gerade, versuchst du sozusagen zu ergründen, weil sozusagen den Zusammenhalt einerseits bringt. Ist eigentlich, was jetzt Wolfgang in seiner Rede hat, ist Vertrauen. Dass du einfach zum Beispiel, das finde ich das Geile an Deutschland im Verhältnis zu Amerika. Wenn hier eine Notsituation entstehen würde, keine Ahnung, die Saale überschwimmt man mehr wie sonst, die sind jetzt abgeschnitten von der Außenwelt, die Helfer kommen nicht ran. Dann würde in Amerika sozusagen innerhalb von relativ kurzer Zeit viele Leute sterben, weil sich aus Angst erschießen. Würde in Deutschland nicht passieren. Ne? Die Leute würden sozusagen Nachbarn klopfen, scheiße. Und der steht vielleicht mit Basie da, aber mehr nicht. Und dann, ach Mann, du bist der. Oh. So, und dadurch. Ja, auch wenn sie ein bisschen komisch sind, aber sind ein sehr hilfsbereites und soziales Volk. Das schon, aber die haben Knarren. Knarren töten da extrem schnell. Wenn du jetzt mit einem, keine Ahnung, selbst mit einem Messer wird es echt anstrengend, aber mit einem Basie, wenn du nicht direkt umtriffst, bringst ihn hier nicht um, selbst wenn du zuschlägst, fällt er hier rum und du denkst, scheiße, mein Nachbar.
Aber wenn in Amerika eine Knarre, der verblutet, 20 Minuten. Dinge, die da sind, die werden ja auch benutzt, deswegen sind ja Waffen auch so schädlich. Deshalb haben die, meine ich aber auch, in Großbritannien hatten die vor ein paar Jahren noch keine Waffen, die wurden. Die Leute tragen die Waffen. Es ging hunderte Jahre ohne Waffen. Ja? Und bei uns die Knaller, die haben auch alle, die Zivilpolizisten, die kriegen da alle. Ey, was du sagst, das ist meine Flasche. Das war ja nix, weil er nicht schmeckt. Offiziell, jetzt können wir uns so knutschen. Nee, das machen wir nicht. Das musst du noch mal in Urin trinken. Dann darfst du. Also, hat er das schon gemacht, getrinkt in Urin. Das gibt so homöopathische. Ja, du. Ich mach's nicht, also nicht so mein Ding. Ich verteile die Kügelchen. Das gibt's nicht. Doch, den Schild in Urin drin. Sag doch nicht, was ist wirklich eine Facke des Friedens reich. Ja, das ist natürlich schon mal ein schönes Wort. Als Helde den letzten Kiffel gereicht hat, da ist der mit Daniel weggegangen, da haben die irgendwie wieder geschwatzt und habe ich das ganze Ding alleine geraucht. Mal gut, oder? Dann würde die Wetter laufen, dann waren die Beine weg. Ja, der war jetzt super Scope, vertrage ich nicht, hast du Glück gehabt. Ich meine, auch Jens, wenige wissen, ist, dass es sozusagen zwei Richtungen gibt. Das eine sind die großen Pflanzen, die sind so 2,50 Meter bis 5 Meter irgendwie groß. Und dann gibt es die kleinen, die sind beide ziemlich gut. Und die kleinen, die werden 1,20 Meter, 1,10 Meter, sind aber extrem dicht. Und wenn du die rauchst, als Egg zumindest, keine Chance. Du sitzt da, dreiviertel Stunde, hör bei der Herzschlag und denkst, rauch mal. Scheiße. Nerven, ich habe jetzt nicht traurig, schon mit Zigaretten zu tun, wenn ich schon normale Zigaretten rauche. Oh ja, das ist deshalb sind wir ja so auf Kirsche und alles mögliche andere. Stimmt. Um diese krasse Wirkung ein bisschen so abzufangen. Ja. Ich trinke ja so auch kaum Alkohol, rauche nicht und brauche ich nicht. Also, Alkohol ist ja auch gut, so dass man. Ja, also was hier, das zeige ich jetzt nicht Alkohol. Deswegen trinke ich nur Bier, weil mit Bier sich zu besaufen ist echt schwierig. Und dann habe ich halt mein Limit, 8 Uhr eigentlich, vor 8 Uhr, also abends, in dem Falle trinke ich ein Bier. So, und wenn ich dann weiß, dann ist da, wo man aufstehen muss, und ich bin ja faul, du weißt ja auch von mir, also ich bin ein Dönermann und mit 2 Bier. Im Zweifelsfall am Wochenende 3 Bier. Dann trinke ich aus, ich bin so müde, dass ich garantiert kein 10. Bier mehr hole, ganz bestimmt nicht. So, und da euch sozusagen hebe ich mich selbst aus, dass ich so meine Regel habe, 3 Bier, auf 8 Uhr, schick, dann kann ich 100 Jahre alt werden. Weil natürlich tue ich es schon zu regelmäßig. Ich mache mein Leben überhaupt nichts regelmäßig und das finde ich auch ganz, ganz gut, weil du willst nicht irgendwas an, viel zu essen, schlecht zu essen, also dumme Gewohnheiten zu haben. Ich finde, wenn jeder von allen ein bisschen macht, irgendwie. Ja, ganz unabhängig, das nicht. Bleibt alles gesund. Für mich ja. Ist sozusagen, ich bin ja Spiel, ich bin ja da ein bisschen anders konstruiert. Weil ich habe den großen Vorteil, dass meine Familie so unglaublich nervend war. Die wollten mir eine Routine anzwingen. Und diese Routine mir anzuzwingen hat bewirkt, dass ich auf Wiederholungen extrem negativ reagiere. Also mir fällt es auf. Aber gleichzeitig brauche ich eine Routine. Und durch meine Arbeit, deswegen tue ich es freiwillig, habe ich sozusagen verstanden für mich, du musst Ground Zero im Positiven schaffen, dass du weißt, das ist dein Ausgangspunkt und von dem Ausgangspunkt kannst du deinen Tag gestalten. Was ist das für ein Tee da? In meiner Tasse, die da unten steht. Und dann kann ich das trinken, ja? Ja, trinken. Ich soll hier Wasser trinken. Und das ist für mich sehr wichtig. Und du hast natürlich durch deine Familie deine Routine, das ist vielleicht nicht deine eigenen, aber deine Tochter wacht früh so auf der Nummer oder eine Frau hören von dir. Dein Tagesplan ist sozusagen, ohne dass du es merkst, eigentlich strukturiert. Weißt du was, die Kinder für mich, ich habe die lieb und alles, ja. Und das war, du hast eine Liebesbeziehung. Und das, also das erste Kind auf die Welt kam, das war für mich wie so ein terroristischer Anschlag und eine Liebesbeziehung. Das ist Terror. Eieiei, das geht ins Bild. Weil ich glaube, das ist ein Problem als Mann. Es ist wichtig, dass wir das versuchen zu ergründen, woran das liegen kann. Meist liegt es an der Frau, dass die nervt. Nee.
Das ist zu einfach gestrickt. Gibt es dann so? Ja, ich weiß, das ist ein gibt es dann für zusätzliche Probleme, auch die Kinder dann sich irgendwann artikulieren und so? Dann wollen sie irgendwas holen von jemandem und die fragen ja dann alle. Du sagst dann nein, der andere sagt ja. Letzten Endes, zum Schluss hast du dich mit deiner Freundin ein bisschen Streit, weil die Kinder halt ihre Möglichkeiten ausgelotet haben. Ja. Nein, das ist aber normal, wir machen Kinder. Ja, der Streit muss eigentlich nicht sein, weil ich bin dann eigentlich so, dass ich sage, zu mir aus muss er sagen, was hat er denn zu dir gesagt? Ja. Ja. Ich habe erstmal ja gesagt und du, ja, alle sagt bei uns immer nein, ich sage mal ja. Ah, du bist ja guter Papa. Nee, ich bin nicht gut, ich bin halt weich. Ja, kennst du nicht? Die beantworten nicht immer, sagt doch immer nein, aber ich sage ihm sehr oft nein. So, ja. Ja, na gut, sagen wir mal so. Wir Männer werden von Frauen domestiziert. So, das haben wir jetzt mittlerweile leider schon immer. Wir haben schon eine Weile durch, auch wenn ihr das wahrscheinlich ja nicht so wahrnimmt, aber wir wohnen ja schon alleine durch unsere Mutter. Der Zoo. Und dadurch haben wir ein bestimmtes Frauenbild auch im Kopf. In meinem Fall habe ich Glück oder Pech, je nachdem. Meine Mutter ist sozusagen nicht meine direkte Ansprechpartnerin, sondern meine Oma. Und dadurch ist sozusagen Generationen übersprungen. Meine Oma ist asexuell, logischerweise. Mutter wahrscheinlich auch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dadurch habe ich dieses Problem nicht. Aber oft ist es ja wirklich so, dass. Warum ist denn deine Oma logischerweise asexuell? Überblick verstehe ich nicht. Meine Oma ist oder Preußin dazu. Meine, bei der Erziehung, die waren die 82. Und Jule sagst du auch, die sei asexuell. Ja. Mhm. Ja, vielleicht war es die Scham. Die gute alte Scham. Ja, genau, die Eifersucht war nicht so was. Mhm. Den Restreiz, den nochmal hat so. Ja, du hast auch erzählt, dass dein Opa irgendwie den Uni sehr isoliert gehalten hat. Ja. Aber es funktioniert, das ist nur so eine andere Zeit, aber es gab auch da andere Frauen, die trotzdem gemacht haben, was so richtig hier. Ja, meine Oma hat das gleiche Prinzip wie ich, als ich der Autorität entzogen. Und die hat sich halt mit intellektuellen Zeugs beschäftigt. Die sozusagen ihre Eltern, oh, du sollst das und das. Und dann ist sie im Buchstaben gewesen. So. Die hat sich rausgeträumt, sozusagen aus diesem Negativen ihrer Elternschaft, die eigentlich nicht negativ war, die waren bloß das war das, diese Zeit, auch die Zeit, da gab es ja andere Erziehungsmaßstäbe, die waren so Schnickschnack. Ja. Und ich glaube, eine neue Generation da ist, die denkt natürlich immer anders als die vorhergehen. Ja, ich denke, ich bin auch nicht total progressiv oder sowas. Ja. Das ist halt schon eher mal vor 2000 Jahren. Ja, ja. Ja, viele schöne Sprüche gemacht. Ja. Aber das ist noch nicht mal das Dilemma, sondern ich denke mal, wir Männer sind automatisch dem Weiblichen mit Lyrik, aus zwei einfachen Gründen, die so schön sind. Ja, aus diesem genau. Das ist so eckig und so, aus diesen einfachen zwei Prämissen. Frau ist hübsch, Frau bietet Sexualität und der dritte große Grund. Ja, Mann bietet auch Sexualität, du musst halt nur dafür gepolt sein. Du musst das wollen. Oder? Nee, wir brauchen eine Frau zum Sex, ist ja klar. Und der dritte ist sozusagen diese Harmonie-Ebene, das zuhört der Abby. Jetzt ab hier schon ein bisschen so eine Sache, wo ich nie auf die Idee komme. Schon dieser Deko-Bereich, diese Deko-Struktur, die Frauen haben. Wir bauen ein Nest und die Frauen malen praktisch den Rest des Nestes aus, so wie es mal sagen. Kreativ gestalten. Genau, die Tücher, die Decken, die sind nicht. Ich weiß ja eigentlich nicht, keine Frau. Ich habe mal in so einer Wohnung gewohnt, da habe ich eigentlich nicht sehr viel gemacht, da habe ich einfach nur meine Möbel reingeschmissen und die Wände, die blieben, wie sie waren. Ja, ich war da ganz glücklich. Ich hatte da zwar wunderschön eingerichtet für meine Verhältnisse, es war sauber und alles ja. Und dann kam Beate zu mir, erstmal fand sie, dass ich schlecht putze. Ich weiß nicht, was sie in Worten gesagt hast. Hast du eine dominante Mama her? Nee, überhaupt nicht. Also mein Vater war so ein Pädagoge, der alles besser wusste. Ach, der weiß auch heute noch alles besser, ja. Meine Mutti, die hat die kreativen Dinge mit uns gemacht. Die hat gezeichnet und gehäkelt, meine Mutti war arbeiten. Geschnitzt
Mein Papi auch. Ja, haben auch alle. Das haben die auch beide gemacht, aber das ist halt vom Typ her, also er war so ein typischer. Man muss sich ausruhen von der Arbeit, so war es überhaupt. Ja, gut, der war ja, genau, die Mutter, die hatte, die ist auch arbeiten gegangen, die hat einen Haushalt gehabt, die Kinder gehabt und war dann immer noch kreativ. Ja, mein Vater hat die Arbeit gehabt, sogar meine Mutter war. Kam nach Hause und hat sich sofort verzogen, um von der Familie keinen Stress zu haben, in seine Werkstatt oder zu den Kaninchenzüchtern, zu den Hühnerzüchtern oder als Angelegenheit. Ja. Ja, so. Und so hat eigentlich die Frau alles alleine alles gehabt. Das war früher ja dieses Prinzip, wie Männer haben sozusagen. Das ist heute auch noch, Frauen haben eine Dreifachbelastung. Wir haben sozusagen früher die Frau eingeschlossen. Das ist auch ein ganz klares, logisches Bild. Ich habe ganz, ganz oft an Ex-Affären erlebt, dass ich das gemacht habe. Ich bin ja ein Mensch, der sozusagen nicht umsonst trägt, mein Hund ohne Leine rum. Ich bin ja ein Mensch für Freiheit. Ich bin auf den Gedanken nicht gekommen, aber ich habe so oft erlebt, dass die Mütter meiner Exen von dem Mann auf dem Dorf gezogen wurden, auf diesem Dorf festgesetzt wurden und die sozusagen nicht mehr wegkamen. Also dieser Eifersuchtsfaktor. Hm? Was soll denn sein? Diesen Eifersuchtsfaktor. Und das ist sozusagen das alte Bild, das ist der Klassiker des alten Bildes. Dass man praktisch eine Frau wie ein Schmetterling festnagelt. Und das funktioniert. Funktioniert. Mehr muss es nicht. Diese ganzen Verhaltensweisen haben sich ja über Jahrmillionen entwickelt. Und die wirst du nicht von heute auf morgen irgendwie abschaffen, das wird nicht. Nein, wie sind wir denn? Früher sind wir rumgerannt mit dem Speer oder haben Fische getötet und Tiere getötet, gejagt, gehäutet, gemordet. Und die Frauen waren im Lager und haben die Felle verarbeitet, haben die Kinder behütet, gestillt. Ja, das war ja auch schon vor 10.000 Jahren so. Warte mal, so sind wir auch heute. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Oder vor 20.000 oder 50.000, die Frühmenschen eben, ja. Und wenn die ersten Siedler vielleicht, die ersten Kulturpflanzen, Getreide und sowas da entwickelt haben. Und das sind ja aber heute immer noch. Der Mann hat diesen engstirnigen Blick, guckt wie so ein Jäger auf sein Ziel, Karriere oder irgendein Spiel, den er hat. Ja, und die Frau sieht das Große und Ganze, die ist sozusagen, die spielt die soziale Geige. Ja, also, meistens jedenfalls nicht. Es gibt ja Männer, die sehr sozial sind, engagiert sind. Genau. Ja. Halt der Asiate drüben. Das ist ja, ja. Vietnamese. Ah, Vietnamese, genau. Sag mal, bestimmte Archetypen existieren, die sozusagen instinktiv in unserer Seele brodeln. Aber man kann ja trotzdem noch sagen, ja, nein, es steht zum Beispiel auch auf Fesseln, meinetwegen, weil bestimmte Ebene ist. Diese Macht-Ohnmachts-Ebenen haben Effekt, wirken, weil sie prähistorisch sind. Aber in dem Sinne war es so, dass wir Männer die Frauen im Lager gelassen haben, sind 5 Tage losmarschiert, haben unser Ding gemacht. Männer saßen am Lagerfeuer, haben nicht die Sachen groß. Und dann irgendwelche blöden Witze erzählt, vielleicht wahrscheinlich schon damals und so weiter. Und dann sind sie hergegangen und dann sind sie nach Hause. Die Frauen, wenn wir was mitgebracht haben, haben uns besonders gut behandelt, indem sie Leckerlis in Form von Sex, von Streicheinheiten und so weiter. Und nach 3 Tagen gingen uns die Frauen so auf den Nerven, dass wir wieder gegangen sind. Und so ging dieses Spiel ziemlich positiv. Das ist persönlich erinnert. Und mit den Kindern, das ist ja so ein Ding, sagen wir mal, früher zum. In ganz anderen Kulturen gab es Männer- und Frauenhäuser. Also sozusagen die eine Seite des Ortes waren Frauen, die andere Seite des Ortes waren Männer. Und das hatte die Wirkung, dass die Frauen natürlich die Kinder hatten. Bis die 12 Jahre waren, dann wechselten die halt. Die einen blieben in den Frauenhäusern und die anderen in den Männernhäusern. So, dann waren die halt sozusagen in dem Sinne, sobald sie geschlechtsreif waren, waren sie sozusagen männlich oder weiblich. Afrika oder wo? Afrika, das haben sie durchgezogen, überall, so eine ganze Weile.
weil es einfach funktioniert hat. Die Männer waren unter sich, in ihrer Ruhe. Die Frauen waren unter sich, konnten die ganze Zeit. Wenn die Männer so unterwandern, dann können die auch viel mehr in Spieltrieb freien Lauf lassen. Das ist einfach ein bisschen rumblödeln und so. Ja. Dann komme ich dir an der Arbeit. Da ist dann oft weit, weit weg. Der Monogamismus, müssen wir ja beide. Ich habe mit meinem Kumpels früher die Saale so oben zum Fluss rumgepaddelt bin, das waren wir ja manchmal 5-6 Tage unterwegs. Da war plötzlich alle so belanglos, weil. Bist weit weg? Genau. Ja, weil wir haben ja auch eine Wildnis, wir haben ja nicht auf Campingplätze, wir haben eine Wildnis übernachtet, wir haben ein Lagerfeuer gemacht und wir haben auch schwarz geangelt und sind auch manchmal irgendwie losgezogen, wir haben eine richtige Jagd und mussten in den Einkaufen gehen, nach Dürre suchen oder sowas. Ja. Aber das war irgendwie, war das schon brach, also es war so ursprünglich. Ja? Und dann kommt ein ganz wichtiger, ganz einfacher, genialer Punkt. Puh, nein, aber Zauber, ja. Ist aber lustig. Du sitzt im Mittelpunkt. Kam sozusagen die wichtigste Sache, ist mir bei meiner Mutter aufgefallen. Ich war Kind und so weiter. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber wo ich denn irgendwann erwachsen war, ist mir jetzt so weit aufgefallen, dass meine Mutter praktisch auf dieses Seemannsgarn, was wir unter Männern gut verstehen, Wissen ergibt an. Einfach sagen wir mal. Und dann hat die wirklich mehrere Männer durchgehabt, wo du denkst, so als Sohn, weil du ja alt genug bist und 30 weiter, du denkst so, oder was ist das? So. Und dann war wirklich der eine, ganz böse Beschreibung, Glatze, Widder, auch im Widderkopf sieht man, schon ein bisschen typischer Untermensch so. Und hat wirklich nie die Hand geben können, weil praktisch nur der Zeigefinger funktionierte und der Finger funktionierte. Und er humpelte. Weil die beiden Merkmale, die dir auffallen, so einfach beim ersten Betrachten. Und das eben so Dominanzgen hat, das ist ja immer so. So prähistorisch. Und jetzt kommt. Er hat mir doch glatt erzählt, dass er früher Kämpfer war und sich dabei die beiden Finger kaputt gemacht hat. Heroischen Zuschlag. Aber weil ich ja Masseur bin, weiß ich, dass es ein Knopflochphänomen ist. Es ist so eine Form von Gicht eigentlich. Und dann hat er auch noch behauptet, dass er früher ein sehr guter Tänzer war, bevor er diesen Unfall hatte, wo er vom 4. oder 5. Stock, keine Ahnung, ich habe es wirklich, die Schwestern haben es wirklich gemacht, auf den Panzer gesprungen. Da gab es viele Verletzte. Da erzählt, und dann denkst du als Sohn, so eine Scheiße, so ein Rotz, was er dir erzählt. Aber wie bringst du deine Mutter, weil das praktisch eine komplette Lügengeschichte ist. Und dann haben wir damals, wo wir sozusagen 5 Tage weg waren, kamen wir nach Hause, die haben uns nicht nur umsorgt wegen Essen, was wir mitgebracht haben, sondern weil wir frohe Kunde von außen gebracht haben. Frauen waren damals ängstlicher wie heute noch, kam ja da nicht weg. Der Mann hat praktisch Input gebracht und dann hat er natürlich diesen Input total übertrieben und hat sozusagen sich dadurch selbst hoch zum Helden stilisiert, sozusagen. Das ist irgendwie so lustig, das funktioniert immer noch. Was nicht mal interessiert, jetzt von der Armaturen abgelaufen ist, dann muss die Entwicklung genau entgegengesetzt gelaufen sein. Ja, wahrscheinlich. Hat es ja wirklich gegeben, okay. Ja, da irgendwo, ja. Nördlich von so Rumänien irgendwo da, am Schwarzen Meer. Ich dachte immer, die Insel Lesbos, aber. Ich glaube nicht, es ist nachgewiesen, dass es kämpfende Völker gab mit Frauen, wo die Frauen. Abby sozusagen in dieser Form kennengelernt habe, haben wir uns darauf geeinigt, dass Feminismus und Matriarchat komplett unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und dann hat man eine gewisse Form von Frieden, der vorher nicht herrscht. Weil sie mir sozusagen immer unterstellt hat, dass ich sie unterdrücken will, weil darum. Und wiederum, der Feminismus ist ja eigentlich die Unterdrückung des Mannes. Ja, die ist schwarz. Oder? Ja, die ist schwarz. Und der Rückung des Mannes ist das gleiche Prinzip, bloß andersrum bescheuert. So, und der Matriarchat. Die geschützten Männer von Robert Nahr, kennst du das?
Nee. Science Fiction muss man lesen. Weiß auch in der Art. Kann man sich das nicht mal vorstellen. Und im Matriarchat ist so genial, weil einfach so einfach ist. Die Erbfolge, eine Frau weiß, sieht so richtig sexy aus. Mann, nochmal. Geil! Das sah ein bisschen aus wie ein Karpfen zum Schluss. Und Matriarchat, eine Frau weiß immer, dass es ihre Kinder sind. Die weiß es, logischerweise, weil sie aus ihr rauskommt. Das ist ganz klar, die braucht keinen Vaterschafts- oder Mutterschaftstest. Das ist vollkommen klar. Und dadurch läuft im Matriarchat automatisch die Erbfolge nur über die Frau. Dadurch ist Eifersucht ausgeschlossen. In ganz einfacher Art und Weise, der Mann hat immer nur Zugang zu der Frau in der Nacht. Am Tage hat sie ihr Regime zu führen, am Tage hat sie ihre Frauen, wie auch immer, Struktur funktioniert. Der Mann darf nur zu ihr kommen, wenn sie Ja sagt. In einigen matriarchatischen Kulturen ist es so, dass der Mann nicht der Vater, so wie bei uns das klassische Bild ist, sondern dass der Bruder, der praktisch mit der Schwester so nicht zusammen, sondern da, der da ist, dass der praktisch für die männliche Nachkommenschaft sorgt. Also eine Frau und ein Mann sind zusammen, aber der dafür sorgen tut das ein Bruder. Das ist ein Bruder. Für die männlichen, nur für die männliche Nachkommenschaft. Sorgen jetzt. Nicht Versorgung, sondern wirklich Sorgen, dass die praktisch bestimmte Fragen, die sie stellen, automatisch, weil sie ein Kerl sind, sozusagen, dass er sie beantwortet. Ich hätte gedacht, aber. Nee. Das ist wirklich ganz toll harmlos. Also, ich finde das ja auch nicht schlimm. Man kann sie ja vielfältig lieben oder so. Ich hab schon sie sind polygam, das ist das Schärfste daran. Dass die Frauen sozusagen sagen, nee, du darfst am Donnerstag nicht kommen, weil da kommt Peer. Dafür darfst du am Samstag kommen, will ich ja nicht total verbreiten. Die sind polygam, Matriarchat ist polygames Struktur. Und du denkst so, das ist so geil, so genial geil und für Mann. Bist du danach da oder auch nicht? Ja, dieser Besitzanspruch bringt da eigentlich auch nicht viel, weil niemand besitzt irgendjemanden, ja, und irgendwas festzuhalten, was man vielleicht gar nicht mehr liebt oder so, ja, das ist ja wahrscheinlich nur verletzte Eitelkeit. Ja, es ist einfach nur Vererbung. Ja, die Vererbung. Es gibt ja auch, wir sind schon weiter, so, die sagen sich, die haben zwar auch diese Erbanlagen, aber die sagen sich halt irgendwie. Nee, das meine ich damit nicht, sondern ich als Mann, wenn ich so weit bin mit Abby jetzt, ist ja eklig. Weißt du, was ist ja, funktioniert, ja? Nö. Das ist ja mal krass. Und es ist so wieder weg. Klar funktioniert das. So, eine Reflexion. Du bist am besten, wenn ich dabei bin. Horrorclown. Oh, cool. Alles Ideale. Da haben wir gestern einen Versuch gemacht, so. Unter anderen Umständen. Aber den klebt die immer noch am Arsch. Jetzt drehe ich mal auf, mal sehen, ob es noch klappt. Nee, jetzt ist es weg. Läufst du langsam durch? Was ist das für ein Grafikprogramm? Das ist nur die Kamera mit Programm Was ist denn durch Zufall einfach irgendwie rausgefunden? So. Mhm. Das ist echt, das muss man bei uns gucken. Aber das hier war am besten. Du werden müssen. Ich sei echt schräg. Hätte ich alles hin. Ich weiß nicht, wo dein Gesicht ist, aber naja. Du bist aus wie Charles Chaplin, ja. Oder Apollo oder Ja, ein bisschen schon.
Weil es die, sobald es was zu vererben gibt, materieller Ebene, heißt es, wenn Mann und Frau zusammenkommen, die Vererbung über das männliche Prinzip läuft, muss der Mann automatisch eifersüchtig sein, weil er sich nicht sicher sein kann, dass es seine Kinder sind. Und dadurch, wenn es über das weibliche Prinzip läuft, dass praktisch die Frauen einfach die Erbfolge lösen, bist du als Mann, bist du halt nicht am Montag dran, bist du halt am Mittwoch dran. Kannst du immer noch mit leben und dann ansonsten heißt dann, dass wir uns in die Hände so. Ich finde ja, diese ganzen Volksgruppen auf der Welt, die es irgendwo gibt, die sollten eigentlich so leben, wie sie immer gelebt haben, wie sie leben wollen. Weißt du, so, deswegen herrschen ja diese ganzen Konflikte und Kriege, weil die alle irgendwo unterdrückt werden. Ja? Früher gab es ja auch keine, sagen wir, vor Tausenden von Jahren gab es keine Grenzen. Da sind die aus dem Süden nach dem Norden gezogen und die früher aus dem Norden nach dem Süden. Ja. Und oft gab es auch gar keine Kriege deswegen. Ja. Die haben sich, ja, sind sich noch nicht mal begegnet meistens. Die wurden einfach assimiliert und weil sie sich da, weil da haben die gute Handwerker mitgebracht und Agrarleute und so. Und das war vollkommen normal. Diese Grenzen, die kommen ja eigentlich erst mit, sind erst mit dem Römischen Reich gekommen. Das waren die ersten, die so Grenzen gezogen haben. Die so weite Grenzen. Die Himmels da quer durch den Genau. So. Dann hat sich das ja immer mehr so verstärkt. Dann im Mittelalter hatten die dann ihre Zollschranken und ihre Gebiete schon mal abgestellt. Da konnte es zwar auch noch quer durchlaufen, da gab es auch keine Ausweise und da konnte ja auch kaum einer Deutsch schreiben. Das hätte ich ja nie kontrollieren können, konnte ja keiner lesen. Naja. Und ich finde auch jetzt so richtig komisch, dass es erst jetzt geworden. Jetzt gibt es das alles. Diese ganze. Der ist Wolfgang, hatte ich so mal keine Spannung. So. Und durch die Bildung machen wir uns kontrollierbar. Wenn keiner irgendwas lesen kann. Nee, der Bildung hier gibt jetzt nicht die Schuld. Nee, nicht diese Art. Ich meine, verstehst du, die Bildung wird missbraucht. Und die Leute. Ist ja normal, ja, die schlimm, Leute wenn ganz man einfach. Ein bisschen kippt, ohne dass man die kriegen nur Anzeichen. Das heißt. Du musst irgendwo einen Ausweis bei dir tragen, wenn nicht, bist du schon ein Krimineller. Du bist ja gehandhabt. Ja, ne? Nein, ich habe keinen Ausweis bei dir. Nee, ich auch nicht, aber du kommst ja, dauert ja dann lange, wenn sie deine Person feststellen. Oder mich haben sie aber nach Hause gefahren. Wenn du dir ausreisen kannst, also. Mich haben sie nach Hause gefahren, beim letzten akuten Fall, das war vor 3 Jahren, da musste mein Vermieter, der hat mich angerufen und gesagt, ich habe gerade keinen Ausweis. Keine Ahnung, wo der ist, da kann er meinen Schlipper kleben, ich weiß es nicht. Und dann habe ich ihn angerufen und der hat gesagt, okay, ich kann sagen, dass der Herr Christian Janis hier in dieser Wohnung wohnt, ich erkenne ihn und damit war er den. Wieso haben Sie dich da mitgenommen? Zu mir fallen oder? Nee, ach Quatsch, Jens Hamel, ich bin irgendwie schwarz gefahren. Ah, dann haben Sie dich abgenommen und dann konntest du mich ausreißen irgendwie? Du Jens Bill, also Massagelege bei dir, 180 Euro kostet. Ja, wenn du mal die Zeit überschreitet und euch kontrolliert einer, wenn ihr abhauen könnt, haut einfach ab. Und die dürfen ja nicht hinterher, ja. Rein theoretisch aus dem Massagelegen. Ich habe die Typen, also ich habe einmal bezahlt, irgendwann Anfang der 90er, das war natürlich doof. Ich hätte da auch abhauen können, wir waren zu zweit, wir hätten wegschubsen können oder so, wir waren echt blöd. Und jetzt ignoriere ich die einfach, schubst die beiseite und geh weg. Also auch voll, wäre ich ja nicht erwischt. Aber einmal 5 Jahren kommt das vor, dann weiß ich, das mache ich jetzt. Ich gehe einfach. Lass mich von niemandem aufhalten. Was wollen die machen? Also sagen wir mal so, mein riesiger Vorteil ist, weil ich kann wieder ausweichen, ich kann fahren, in der Halle brauche ich nicht mehr. Wo will ich hin? Warum brauche ich die Bahn? Die sind so grotesk langsam im Verhältnis zum Fahrrad und komme nicht überall hin, da muss ich ewig warten bei der Scheißkälte. Ja, es gibt auch Momente, da nutze ich die eigentlich überhaupt nicht. Aus dem Moment, da benutzt du doch. Ja, meine Mutter lag noch mehrere Wochen im Krankenhaus. Das wäre etwas praktisch, schon mit der Bahn da, direkt von Steintor einfach dahin zu fahren, mit der Straßenbahn. Ja. Und bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, schwarz zu fahren, weil ich wusste, auf dieser Langstrecke kommt hundertprozentig einer
Und dann möchte ich dann zwischen Andorf und Luna möchte ich nicht auf der freien Strecke ausreißen. Ich hatte gestern beim mich Hens abgefahren. Einfach. Nee, das geht nicht. Das ist ja geil. Aber die zeigen auch. Das hat so Second Life-Style. Und der Autoritäten ist ja sozusagen eine Glaubensfrage zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ein Polizist, sagen wir mal, Hens, primitiv, ich mach's jetzt mal. Du siehst jemanden in Uniform, der dich bittet, was auch immer zu tun, und du sagst so, wir müssen dich erstmal ausweisen. Und da kommst du schon nicht. Ich habe sie ja erwischt mit 6 Pflänzchen. So. Und das war so krass. So. Da waren 4 Mann vor meiner Tür, war früh so um 6:30 oder so. Wie immer, nackt und so, klopfen wir die Bescheuerten. Und dachte, okay, ich stehe Nervenregung auf einmal auf. Reißen ein Brett auf. Der Jüngste von denen, der war vielleicht 40, also schon auch nicht mehr der Jüngste. Sprang gleich vor, hier ist der Gras. Und der andere hat mir in der Zeit seinen Ausweis, ein rosa Kärtchen, wo ich natürlich überhaupt nicht lesen konnte, weil ich gerade wach geworden bin, vor der Nase, Polizei, bla 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 bla. Und dann dachte ich so, sind wir schon drin? So. Und dann habe ich mir ja keinen Kopf gemacht, so, und habe mich dann auch einfach... Wieso dürfen die einfach nicht reinkommen? Das verstehe ich. Ja, die hatten Durchsuchungsbefehl oder irgendwie was. Wer stellt sowas aus? Das ist ja nicht einmal. Ich kann zum Beispiel. Wenn, wie kommt der Staatsanwalt darauf, dass hier. Das angezeigt wird. Na, wenn du zum Beispiel anonym von deinen Nachbarn, von wen auch immer, angezeigt wirst, dann müssen sie reagieren. Das dauert meist lange, 3-4 Monate. Aber du weißt ja von diesem Prozess nicht, dass da eine Anzeige läuft. Und dann schlagen die einfach auf. Von den Spaß hatte ich jetzt 2-mal. Immer war halt meine Nachbarin mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit und immer war halt meine Mutter mit extrem großer Wahrscheinlichkeit. So. Und beim 2. Mal war halt einfach so, dass ich nicht da war. Einmal die Tür gemacht. Und beim 1. Mal war ich einfach übervorteilt so. Und dann, weil ich ja nackt war, waren die auch ein bisschen irritiert natürlich. Und dann stand sie vor den 6 Pflänzchen oder der Jüngste, ich stand davor und sagte, also, weil das ist aber ganz schön unprofessionell. Ich sag, was waren sie denn? Darfst du diesen Privatbedarf nicht haben? Sag mal, du darfst, glaube ich, in Brandenburg, das ist das höchste, wo wir 7 Gramm reines THC haben. Hast du nicht mal die Gesetzung von mir, ob die überhaupt gültig sind? Ja, das ist ja gewesen, die reichsdeutsche Geschichte. Nee, das ist gar nicht reichsdeutsch. Die sind direkt vom Bundestag abgeschafft worden, viele Gesetze, und sind keine neuen gekommen. Ich hab das ja mit, ich hab's im Rucksack genommen. Ich kann wirklich heute nicht lang bleiben mit dem Scheiß. Ich konnte es selber an, aber ich habe zum Beispiel, ich kriege hier regelmäßig den Fender von meiner Wohnungstür, nicht weil ich Schulden habe, sondern weil ich bestimmte Dinge nicht bezahlen möchte. Ne? Hab ich schon mal erzählt. Autosteuern, Fernsehgebühren und so ein Zeug. Ja, ja. Bis jetzt konnte ich die immer wieder wegschicken. Weil erstmal haben die keinen richtigen Ausweis. Und wenn du einen Durchsuchungsbefehl vorliegst, kannst du wahrscheinlich nichts machen. Du machst am besten auf dann. Ja. Ja, aber wenn der normal kommt, ja. Und dann fragst du, wenn sie einen Auftrag haben, dann sage ich denen, dass ich mit denen keinerlei Vertrag geschlossen habe, sondern das Dokument zeigt, wo ich unterschrieben habe. Ja. Mhm. So, oder wo ich irgendwo Schulden gemacht hätte. Ich habe nichts, keinen Vertrag abgeschlossen und so weiter und so fort. Dann sage ich nur, dass die Gesetze, sagen nach welcher Gesetzeslage die jetzt hier sind und was sie jetzt hier umsetzen wollen, dann sagen sie mir die Gesetze, dann gucke ich mein Zettel mache ich. Die Gesetze sind auch 2007 bzw. 2010 abgeschafft worden, die gibt es nicht mehr, sind alle ersatzlos gestrichen worden. Ach, da gibt es wirklich Gesetze. Wir müssen uns nochmal treffen nächste Woche, das mal alleine ohne Damen. Da kann man nicht diese scheiß Themen noch diskutieren. Und dann ich doch die Gesetze. Ist echt abgefahren, ihr wusstet ja nicht. Weil die Gesetze, die abgeschafft wurden oder die verboten sind durch Alliiertenrecht, weil wir sind ja nach wie vor noch alliiert besetzt. Was einfach so einfach fest. Uns ist ja eigentlich das internationale Gericht zuständig und dann noch das englische Seerecht als Alliiertenrecht und das Recht, was die hier umsetzen aus dem BGB, das ist ja nur geduldet durch die Alliierten. Das ist kein richtiges Recht, weil ja das de facto, wir haben nur eine Selbstverwaltung. Das ist immer eine